Spotfight. Wir leben Wrestling. Impact Wrestling kündigte an, seine Shows ab Freitag über den TV-Sender Pursuit und auch über Twitch auszustrahlen. So will man es Fans erleichtern, ihre Shows regelmäßig zu verfolgen. Sami Zayn kritisierte den Trend unzufriedener Wrestler, ihren Frust über Social Media freien Lauf zu lassen. Er selbst habe schon viele frustrierte Tweets verfasst, jedoch nie abgesendet. Er sehe solche Tweets als Teil der oft vergifteten Stimmung innerhalb des Internets. Zudem sei dies ein unprofessionelles Verhalten. Kenny Omega ist offiziell kein Teil mehr von New Japan Pro Wrestling. So kündigte Omega an, sich vorerst eine kleine Auszeit zu nehmen. Danach werde er an einen Ort gehen, an dem er glücklich ist. Bereits gestern berichteten wir über die Gerüchte rund um die Zukunft des Kanadiers. So soll es zum einen ein finanziell lukratives Angebot von WWE geben. Auf der anderen Seite wird aber auch die neue Wrestling-Promotion von Cody Rhodes und Co., AEW, mit Omega in Verbindung gebracht. Mittlerweile heißt es, dass man bei AEW mit Gehältern operiert, die mit WWE mithalten können. Bereits morgen am 8. Januar könnten wir schon schlauer sein. Dann wird es nämlich ein großes Promo-Event von AEW mit Details und Ankündigungen zum Start der Promotion geben.